Hallo und willkommen bei Work in Progress. Heute gibt's einen kleinen Nachklapp zum 35C3, ein paar Kleinigkeiten und ich plane eine neue Website. Viel Spaß! Zuerst mal entschuldigt bitte, dass es dieses Mal so lange gedauert hat, bis ich die Folge veröffentlichen konnte. Ich hatte die eigentlich schon komplett aufgezeichnet und auch gerendert und sogar schon hochgeladen und dann aber beim Untertitelschreiben festgestellt, dass ich so viele blöde Fehler gemacht habe, dass ich es einfach nochmal aufnehmen sollte. Ich habe beispielsweise gedacht, es wäre super nett, das Intro zu filmen, während es draußen ganz, ganz arg schneit. Das sah sehr schön aus. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass es natürlich auch weht wie Sau und man zum Schluss einfach nichts mehr hört. Heute mit einem kleinen Nachklapp zum 35C3 nochmal zu den Beatles. Und ich habe gedacht, ich drehe eine eher witzige Szene innen in meinem Büro, was ich dann auch sehr bereut habe, weil ich das schönste 50 Hertz Lampenflackern der Welt dabei aufgenommen habe. Und ich hatte komische Glitches bei der Mikrofonaufnahme, wo ich bis heute nicht weiß, wo die herkamen. Aber gut, zurück zu den letzten 2 Wochen und zum eigentlichen Work in Progress. Ich wollte noch ein bisschen was erzählen über den 35C3, was ich nämlich vergessen habe. Beispielsweise habe ich gar nicht erwähnt unsere Assembly. Assemblies sind immer Gruppen, die sich zusammenschließen und dann praktisch kleine Lager oder Stände bilden. Und ich saß in der Wikipaka-WG. Das war eine super große Assembly, die ein Zusammenschluss ist aus der Wikimedia Deutschland, der Open Knowledge Foundation und Jugendhackt und darin aufgehend noch kleineren Hackerspaces, wie zum Beispiel eben dem Verschwörhaus, wo ich beheimatet bin. Das Thema, das wir uns da immer ausgedacht haben, ist eben, wie der Name schon sagt, eine WG. Und wir versuchen dann auch, eine Wohnung nachzubauen, so ein bisschen zumindest. Wir haben zum Beispiel dann eine Küche, wir hatten sogar einen richtigen Wasseranschluss, was super deluxe war, weil wir dann immer instant heißen Tee oder heiße Würstchen oder sowas da hatten. Wir hatten auch ein Wohnzimmer, wo alte Sofas standen und ganz viele so Klappstühle, wo man sich super gemütlich hinsetzen konnte. Da war sogar ein Fernseher, wo dann auch immer Livestreams der Talks gerade liefen. Und meiner Meinung nach eigentlich das Spannendste war das Esszimmer. Wir hatten nämlich einen kleinen Vortragsraum, den wir selbst bespielt haben. Das heißt, wir hatten einen abgegrenzten Bereich, der war aufgestuhlt mit einer kleinen Bühne, also einem Projektor, einem kleinen Podest vorne, und wir hatten auch das ganze Streaming-Equipment eben da. Eine Kamera auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten sogar noch eine Handkamera. Und natürlich Streaming-Rechner, Audio-Mischpult etc. Das heißt, wir brauchten natürlich auch immer Freiwillige, die das bespielen. Und das sind mehr, als man so spontan denkt. Man braucht jemanden an der Kamera, jemanden am Audio-Mischpult, jemanden am Video-Mischen. Praktisch, also man hat ja meistens so ein Bild im Bildformat, dass man die Slides sieht und den Speaker und dann da zwischen Settings umschaltet. Dann braucht man zum Beispiel noch einen Herold oder einen Stage Manager oder wie man das dann nennen möchte. Also jemanden, der sich ein bisschen darum kümmert, dass der Talk am Anfang angesagt wird, dass später die Fragen moderiert werden oder der auch einfach kurz nach vorne hechten kann, wenn irgendwas so mit der Technik nicht funktioniert. Und was erstaunlich gut geklappt hat, war eben dieser ganze Ablauf. Also wie gesagt, man braucht viele Leute gleichzeitig und die hatten wir eigentlich immer und konnten damit unsere eigene Bühne managen. Das war super abgefahren, dass das geklappt hat. Und wir waren mit unserem Livestream dann ja sogar auch sichtbar auf der offiziellen Streaming-Webseite von 35C3. Das war super cool. Und ich denke, unsere kleine Bühne hat so ein bisschen so Nischenthemen abgedeckt. Es gab da natürlich Assembly-eigene Talks, viele würde ich sagen. Viel um Wikidata und Wikimedia natürlich auch. Jugendhackt hat zum Beispiel eine Hebokon stattfinden lassen. Das ist ein Roboterkampf am Junghackertag. Das war sehr beliebt und super witzig anzuschauen. Und es gab auch noch ganz viele Talks dann eben um Kunst und Kultur und Jugendarbeit. Und das sind Themen, die natürlich auch am großen Kongress abgedeckt werden, aber man könnte sagen, nicht genug, finde ich. Und deswegen ist es besonders schön, da so noch eine kleine Nebenbühne zu haben, die sich eben auch noch besonders um solche Themen kümmert. Was auch noch super nett war, und ich glaube, das habe ich letztes Mal auch nicht erwähnt, ist, dass zum Beispiel jemand vorbeikam und wissen wollte, ob es den Code zum Käferplotten irgendwo gibt. Dann habe ich einfach den Link verschickt und irgendwie ein paar Stunden später habe ich einen ganz großen ausgeplotteten Käfer bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, ich habe mich ja mit anderen vielen
Menschen unterhalten, die so aus der Maker-Szene sind und habe da auch viele Sachen einfach noch geschenkt bekommen. Kleine Projekte, an denen ich dann selber weitermachen kann oder wo man kollaborieren kann, da habe ich mich super gefreut. Und ich glaube gerade, das Connection-Knüpfen macht eben solche Kongresse und solche Events dann auch aus. Ja, und im Nachhinein bin ich dann auch bei Logbuch Netzpolitik erwähnt worden, was mich enorm gefreut hat und mir auch nochmal bestätigt, dass der Generator offensichtlich doch wirklich ganz gut bei den Leuten ankam. Ich habe hier mal den Ausschnitt rausgeschnitten und versucht zu verbildlichen, wie ich dabei in etwa ausgesehen habe, als ich gerade diesen Podcast angehört habe. Super geil übrigens auch Bleep Track hier zu erwähnen, die den Logo-Generator gemacht hat. Mhm. Dieses, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Habe ich gesehen. Das ist das unter 35C3.bleeptrack. Also man konnte sich online quasi so ein random Design auf Basis, auf Grundlage des Standarddesigns des 35C3 genau. Für seine Gruppe machen. Davon haben wohl auch viele Leute. Hat total viele in ihren Talks und so. Ja. Ja, ja. Und das Ding hat immer zufällig eine andere Leiterbahn gezeichnet und so. Und wie ich jetzt in letzter Sekunde auch noch erfahren habe, danke Robby 5 für den Tipp, gab es auch eine Erwähnung des Generators in der Freakshow. Das Einzige, was mich gestört hat, da hatte ja jemand so ein Ding gebaut, womit man seine eigenen Logos... Generator. So ein Generator, genau. Und dieser Generator hat sowohl das amerikanische Symbol für Widerstand als auch das deutsche Symbol für Widerstand in der gleichen Schaltung verwendet. Das hat mich total irre gemacht. Es gibt da zwei verschiedene. Ja, das deutsche Symbol ist ein Kasten. Ja. Und das amerikanische Symbol ist so eine Zickzacklinie. Aha. Ja. Ansonsten habe ich jetzt eher noch lauter Kleinigkeiten zu erzählen aus den letzten 2 Wochen. So viel ist nämlich nicht passiert. Ich musste mich noch ein bisschen mehr erholen vom Kongress. Ich hatte ja erwähnt, dass ich nochmal am Käfergenerator bastel, weil der vielleicht ausgestellt wird. Und dass ich gerne eine Variante hätte, wo ich einen MIDI-Controller anschließen kann. Das habe ich jetzt probiert umzusetzen und habe dann festgestellt, dass das Zeichnen der Käfer so lange dauert, dass man einfach den Mega-Lag hat vom Input. Also wenn ich diesen Controller-Nupsi drehe, dann feuert der halt so schnell Befehle, dass ich mit dem Zeichnen nicht hinterherkomme und das Erlebnis dann gar nicht smooth ist. Deswegen habe ich das jetzt wieder verworfen und glaube, dass das eher eine blöde Idee ist. Also zumindest so, wie ich die Käfer momentan zeichne. Das müsste man halt alles... Ja, es ist jetzt halt ein sehr stark gewachsenes Projekt. Man müsste das alles mal ein bisschen umbasteln. Dann würde das natürlich auch gehen, aber die Zeit habe ich jetzt dafür einfach nicht. Deswegen habe ich diese Controller-Geschichte verworfen und bleibe halt erstmal bei dieser Evolutionssache oder halt dem ganz normalen, der ganz normalen Käfergenerator-Webseite. Dann habe ich mir noch im Anflug von Basteleuphorie nach dem Kongress ein E-Paper-Display besorgt. Das hängt jetzt an einem Raspberry Pi Zero und zeigt immer alle 10 Minuten einen neuen Schnipsel an. Schnipsel sind Bilder, die ich jeden Tag zeichne oder zumindest versuche, jeden Tag eins zu zeichnen. Und ich hätte immer gerne eine Anzeige gehabt, wo die ja ein bisschen physikalischer greifbar sind für mich. Und ich denke, ein E-Paper-Display eignet sich sehr gut, weil die Bilder sowieso schwarz-weiß sind und das... In dem Fall hier kann sogar auch noch rot anzeigen, was sehr cool ist, sonst hatte ich noch nie in der Hand. Und es macht sehr viel Spaß, mit dem zu basteln. Jetzt brauche ich nur noch eine schöne Hülle. Entweder 3D-Drucken oder Fräsen oder Lasercutten. Da habe ich mich noch nicht für entschieden. Dann meinte ich ja noch auch letztes Mal, ich würde mir gerne so einen kleinen Stiftplotter basteln. Da habe ich jetzt die meisten Teile schon da. Motoren etc. Und vor allem das coole Controllerboard von Bart Dring. Das habe ich mir bei Tindy besorgt. Das ist halt tatsächlich explizit für Stiftplotter gedacht. Und oben kommt der ESP32 rein und blöderweise habe ich keinen passenden ESP32 da. Ich habe nämlich irgendwie 10 Stück rumliegen, die ich mir im Juni aus Shenzhen mitgebracht habe. Aber keiner passt, weil die gibt's, also diese in dieser Node-MCU-Form gibt's eben 2. Es gibt so eine kleine fettere und eine länglichere schmälere und ich habe eben genau die falschen. Deswegen muss ich jetzt nochmal warten, dass ich mir noch so einen richtigen besorgen kann. Und dann fehlt gar nicht mehr viel. Ich wollte noch Linearführungen kaufen, weil ich glaube, auf die Länge sind die halt dann doch günstig genug, dass man die benutzen kann. Und die haben wenig Spiel. Ich denke, das eignet sich dann sehr gut für einen Stiftplotter. Tja, und da es jetzt sein kann, dass ich doch nochmal in ein paar Medien irgendwie auftauche, dachte ich mir, es wäre vielleicht Zeit, meine Homepage mal zu überarbeiten.
Und ich habe dann auf Mastodon und Twitter rumgefragt, was man denn momentan so nimmt, weil der aktuelle Blog basiert auf WordPress und WordPress hat mit dem letzten Update leider super viel zerschossen an Funktionen, die ich mir eigentlich für deren alten Editor geschrieben hatte. Und jetzt gibt's diesen neuen Gutenberg-Editor. Der ist nicht verkehrt, aber ich müsste jetzt eh Aufwand reinstecken, das alles wieder irgendwie zu fixen. Und dann habe ich eigentlich gerade auch gar keinen Bock mehr auf WordPress, weil eigentlich ist es für das, was ich gerne hätte, viel zu überladen. Und ich glaube auch, dass das klassische Blog-Format, so wie ich das gerade betreibe, gar nicht das ist, was ich möchte. Ich glaube, ich möchte eher sowas Portfolio-mäßiges haben, weil momentan mache ich praktisch immer einen neuen Blogpost, klebe dann auch nur das YouTube-Video rein. Das bringt ja jetzt wenig Benefit irgendwie. Genau, deswegen denke ich, so eine Art Portfolio wäre vielleicht besser. Und was man wohl offensichtlich momentan am meisten benutzt, sind entweder Static Site Generators, also Tools, die dann einfach HTML, CSS ausspucken, das sich dann gar nicht mehr dynamisch verändert, sondern eben nur über den Generator erzeugt wird. Das finde ich nicht schlecht. Ich glaube aber, dass ich es doch gerne etwas dynamischer hätte. Und da gibt es dann natürlich auch andere Frameworks und das sind meistens momentan Flat-File-Content-Management-Systeme. Also man hängt eben nicht an der Datenbank, sondern man arbeitet nur mit Dateien. Und da habe ich Pico gefunden, was mir sehr gut gefällt. Das läuft jetzt auch mit PHP, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das cool findet oder nicht. Für meine Hosting-Lösung, wo ich möglichst wenig Stress mit haben möchte, ist es nicht verkehrt. Und es ist ein sehr schönes, sehr simples Paket einfach. Man kann schön selber sein Template bauen mit Twig, das ist so eine Templating-Engine, und man legt dann halt jeden Artikel in einer bestimmten Ordnerstruktur ab und kann die in Markdown schreiben, was mir super entgegenkommt, weil das im Endeffekt auch mehr oder weniger der Workflow war, den ich so ein bisschen bei WordPress auch schon verfolgt habe, auch wenn es nicht direkt Markdown war. Aber ich habe mir halt lauter Kürzel geschrieben für bestimmte Abschnitte und das kann ich dann in Markdown genauso gut umsetzen. Ja, optisch würde ich gerne bei diesem gezeichneten Look bleiben. Der sticht sehr raus und wenn mich Leute auf die Webseite ansprechen, dann heben sie das meistens positiv hervor oder sie trauen sich vielleicht auch nicht zu sagen, dass sie es doof finden, das weiß ich nicht. Aber mir gefällt an sich der gezeichnete Look immer noch sehr gut. Ich finde es einfach nur massiv überladen und ich experimentiere jetzt gerade ein bisschen rum. Ich würde auch gerne mehr Farbe reinbringen. Und ja, ich überlege gerade, das praktisch so aussehen zu lassen, als würde man von oben auf so einen etwas zusammengewürfelten Schreibtisch gucken, wo dann zu jedem Thema, das ich halt irgendwie behandle, was Passendes rumliegt. Und das würde ich dann eben zeichnen. Ja, da möchte ich jetzt in den nächsten Wochen eigentlich meinen Hauptfokus drauflegen, das fertig zu machen, damit die Website eben möglichst schnell online kommt. Und ich muss leider halt die ganzen Blog-Einträge, die ich behalten möchte, auch übertragen. Das wird auch nochmal ein bisschen Arbeit. Aber ich denke, das rentiert sich auf jeden Fall zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet auch zwei schöne Wochen und wir sehen uns dann vermutlich etwas kürzer wieder in einer guten Woche oder so. Ich freue mich auf euch, bastelt schön und macht's gut. Ciao, ciao.